Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen mal rein, Leute. XRP heute bei 72 Cent. Auf jeden Fall soweit wieder alles ein bisschen hochgegangen. Wir machen heute so eine kleine Speedrun-Runde, aber ihr habt es, denke ich mal, selbst auch mitbekommen. 72, 73 Cent. Bitcoin ist wieder ein bisschen hochgegangen. Gestern ein krasser Sell-Off, dann heute wieder nach oben. Aber wir schauen einmal rein. Das erste Video für heute kommt vom Digital Asset Investor. Under this law, XRP, especially the current form of XRP, is not a digital asset security. So in that case, the new law helps Ripple, and therefore it will very likely be applied retroactively. This is especially true because, as you can see, the legislation is very smart that it only changes the definition of what a security is in the crypto space. The law doesn't change any of the reporting or registration requirements for securities in any way, and that is consistent with retroactive application because you are not changing substantive obligations, but only definitions. So our conclusion from applying this pending law to this SEC versus Ripple case is that the courts would likely apply the new law retroactively. Certainly the last few years of Ripple's business practices, XRP would be defined as just a digital asset and not a digital asset security, and therefore not subject to SEC regulation. This would mean that XRP is a digital asset and subject to regulation by the Commodity Trading Commission and not the SEC. And large parts of the SEC lawsuit would actually become moot. Auf jeden Fall sehr interessant hier auch in Bezug, ne, auf den Brett Garlinghouse-Tweet. Hier. Dann geht's weiter von PRX. Er hat hier Mr. Pool Drop, XTC oder etwas anderes. Und hier diesen Rosenkranz, oder wie nennt man den nochmal, den man auch immer bei den Olympischen Spielen beispielsweise damals verleiht bekommen hat. Ne? August ist die 8th month of the year, ne? 8. Monat, August. Dann geht's weiter von M888XRP. Er hat hier im Augustus Caesar der erste Eroberer und der erste Kaiser quasi des Römischen Reiches. Hatte auch dann diesen Kranz. Altar auf Ego. Die alten Griechen haben diese Krone damals eingeführt hier, ne? Als Symbol für Ruhm und ja, als Symbolismus quasi für generell den Sieg. Ne? Dann haben wir hier Lions Portal Gate 13.4.13.4, XRP Logo. Ne? So it begins, die drei Pyramiden, Variable Guy Rätsel. Dann geht es weiter von Raya Rose. Sie hat hier die Achten sind heiß, also 8. Monat hier. Architect schreibt auch der 8. Monat. Dann geht's weiter von Mr. Pool. Er hat hier diese Amerika-Flagge, die so ein bisschen verblasst. Und das alles so ein Wirrwarr hier ist. In Bezug auf Updated Infrastructure Bill still unacceptable for Crypto Industry. Dann Mr. Pool, ne? Coinbase so gepostet. Und Coinbase gefolgt. Weiter geht's von Crypto Knowledge. Er hat hier Sommer 89, 17, 8 August. Sommer 2021. Dann hier der Sportwagen. Dann geht es weiter von BLB, er hat hier noch einmal Barbecax, ne? Es hat gar nicht erst begonnen, oder es hat noch nicht begonnen, bald wird es Zeit. Und dann hier so ein Bild, dann hier, schaut darauf, was passiert, 12., also am 3. und 4., also heute quasi, ne? Das Jubiläum, 12. Jubiläum, dann Binance und gewisse Symbolik hier. Ebenfalls hier nochmal die ISO 2022 Timeline, wie es jetzt bald passieren wird. Wir sind ja jetzt gerade ungefähr so hier quasi. Ne? Verschiedenste Coins, die live gehen. Dann nochmal, verkauft eure XRP nicht für Quant oder für XTC oder irgendeinen anderen Hype. Ne? Habe ich auch nicht getan. Dann geht es weiter hier, der Architekt, ein paar Drops, Blitze, Mr. Pool. Das Herz und die Berge. Und hier von Fox Soccer's The Calm Before the Storm. Mexiko vs. USA. Sehr interessant auf jeden Fall alles. Ich habe mich gefreut, dass ihr heute bei der Speedrun-Runde mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder bei frischen neuen XRP News. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Brad, my final question is, you know, we've got so many of these cryptocurrencies, starting, you know, I've already asked you about that. A lot of them are going to fall by the wayside. No doubt you're going to still be there in a year's time. But how will this ecosystem look in a year from now?
That's a great question. I think the system is going to continue to evolve where years ago, really crypto was solving a little bit of illicit, you know, kind of Silk Road and illicit use cases. Then it moved to really a speculative bubble that we saw. And I think you're going to continue to see in 2019 and 2020 and beyond the focus on utility. How are these technologies, how are these digital assets solving real problems for real customers? And absent that real utility, I don't think you're going to see the whole market grow and live up to its potential. It's the reason why Ripple has been so focused on a specific customer, a specific problem, and we've been fortunate to build a lot of momentum with that customer set. Brad, always good to have you with us. Ripple CEO Brad Gulling has... Brad, my final question is, you know, we've got so many of these cryptocurrencies starting, you know, I've already asked you about that. A lot of them are going to fall by the wayside. No doubt you're going to still be there in a year's time. But how will this ecosystem look in a year from now? That's a great question. I think the system is going to continue to evolve where years ago, really crypto was solving a little bit of illicit, you know, kind of Silk Road and illicit use cases. Then it moved to really a speculative bubble that we saw.